Film wurde wirklich am Mittag von diesem besagten Tag fertig. Und am Nachmittag wurde er auch schon gezeigt. Ich war in dem Sinne dann noch recht müde, weil ich die Nacht durchgemacht habe. Mein Bruder war müde, der hat ja auch an anderen Projekten nochmal gearbeitet. Und er kam dann auf mich zu und hat gesagt, hör zu, unser Film, der muss noch angesagt werden, weil jeder Programmpunkt bei dieser Feier angesagt wird. Er hat mich da gebeten, einen Text zu schreiben. Aber ich war wirklich, ich war aufs Übelste fertig. Ich habe da keinen, ich habe es versucht, aber ich habe nichts Gescheites hinbekommen. Und unser Kollege Dominik, der auch hier mitgespielt hat, hat da das erste Mal die Moderation an dem Tag übernommen und war dann natürlich auch sehr aufgeregt. Und er wollte ja dann auch wissen, zum Beispiel, was er ansagen soll. Ja, das Programm begann und unser Auftritt kam immer näher und näher und ich hatte einfach noch gar nichts geschrieben. Ja, da kam mir eigentlich in letzter Sekunde noch so die Idee, Moment mal, eigentlich wollten wir einen Sketch zeigen und wollten da noch selber auf der Bühne auftreten. Das wird jetzt wegfallen, wie gesagt. Jetzt würden wir praktisch nur im Film erscheinen und das fand ich ein bisschen schade. Da habe ich gedacht, lass uns doch zusammen die Ansage machen. Lass uns verkleidet auf die Bühne stehen. Meine Schwester wurde dann noch animiert dazu von mir, dass sie mit der Kamera da nicht hinter uns steht und wir uns vor das Publikum stellen und dann noch praktisch eine Szene drehen. Ja. Ich schaute da in leere Gesichter, das konnte sich ja keiner von uns vorstellen. Und ja, letztendlich kam es dann so, wir verkleideten uns, gingen hoch und oje, wie man im Video sehen kann, standen die Jungs ganz verloren da auf der riesigen Bühne und vor sich das große Publikum und keiner wusste, was jetzt abgeht und ich wusste es ja selber nicht. Und da ich jetzt mir und den anderen diese Sache eingebrockt hatte, habe ich dann eben das Mikro in die Hand genommen und habe dann versucht zu übernehmen. Okay, ich bin auch nicht so der große Schwätzer, aber es klappte dann letztendlich recht gut. Die Leute machten mit und ich denke im Nachhinein war das eine andere und auch eine dennoch passende Idee, wie wir jetzt den Film ansprechen, ansagen und einführen konnten. Tosu Zweier Film ist... Dankeschön! Und jetzt starten wir unseren Film. Viel Spaß!